Hallo Leute, heute in Elektrotraining in 5 Minuten. Organisation war die Frage, und zwar, wie habe ich in meinem Studium bzw. in meinem Studien eine Ordnung gemacht über meine Mitschriften, Übungsblätter und so weiter und so fort. Darüber geht es heute, meine Tipps, wie habe es ich gemacht, vielleicht kann sich der eine oder andere was da von abschauen, vielleicht hilft es der eine oder andere. Das alles in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also ich habe hier exemplarisch mal ein Fach rausgenommen, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ihr könnt schon lesen, Regelungstechnik 2. Und da sind wir schon beim ersten Thema. Es gibt ja die Leute, die Ordner haben. Ich habe keine Ordner. Und ihr werdet auch sehen, also das gleich als Vorwand, ich bin sehr sparsam. Und deswegen gibt es bei mir keinen Ordner. Das haben wir einfach gespart. Und was habe ich stattdessen genommen? Also jedes Fach hat, könnt ihr hier so sehen, hat hier so ein Papier. Also, so seht, da ist alles drin. Das ist DIN A3 meistens. Oft habe ich da irgendwie auch ein Papier bekommen, das irgendwie größer ist. Und das dient mir sozusagen hier als ja, Einwand oder wie sagt man so, als ganzes, großes Ganze und so weiter. Und also ich habe keinen Ordner, ich habe bis jetzt keinen Ordner. Ihr kennt vielleicht dieses Video, wenn nicht, dann verlinke ich euch es mal hier oben. Und zwar, wie schwer ist ein Elektrotechnikstudium? Da seht ihr diese ganzen Blätter aufeinander. Also bei mir gibt es auch keinen Ordner, gibt es immer noch nicht, weil Ordner gibt es bei mir im Computer drin und nicht hier im Blätter gewulst. Ja, dann, also so sieht das aus, und wenn ich sozusagen Stundenplan Regelungstechnik 2 habe, dann kommt das in meine Tasche, ist immer in meine Tasche reingekommen, und ja, wenn ich es nicht mehr am Stundenplan hatte, sozusagen, also nicht Montag, Dienstag Regelungstechnik 2, dann kommt es halt wieder raus. Ist eh ganz klar, weil ich schleppe nicht das ganze Zeug mit, weil da kommt schon über das Semester sowas mit und dann wird die Tasche immer schön, richtig schön schwer. Gut, dann gehen wir mal ins Detail rein, in so ein Regelungstechnik zweifach. Also es hat da immer, muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier den Handschuh nicht verletze. Und zwar zu Übungsblätter habe ich mir alles hier ausgedrückt und habe sozusagen meine immer Notizen und so weiter, wenn man die Aufgaben zum Beispiel in der Vorlesung behandelt hat, habe ich es immer irgendwie so Notizen daneben hingeschrissen, also sich Code in MATLAB zum Beispiel, das ist hier gerade Regelungstechnik, hier wäre Wurzelortskurve, wie kann man die sauber programmieren und so weiter und so fort. Ja, und natürlich auch, wenn es länger gewesen ist, ich drucke immer nicht beidseitig, sondern einseitig. Das hat jetzt nicht diesen großen Spareffekt, dass ich sage, oh, Blätter einsparen und so weiter, Umweltgründen, nein. Sondern die Rückseite nutze ich hier, um, ich hoffe, man kann sie einigermaßen sehen, um hier sozusagen zu den vorherigen Aufgaben, die jetzt sozusagen hier drauf sind, habe ich hier sofort meine Lösungen. Und dann wird das Ganze hier noch getackert. Fast schon zu viel gezeigt wieder. Dann wird das Ganze hier oben noch zusammengetackert, und dann habe ich hier so ein Blatt, und das ist jetzt hier zum Beispiel, sind jetzt hier MATLAB-Übungen für Regelungstechnik 2, wären das jetzt. Also das hier nur so am Rande, so habe ich es mit den Übungsblättern gemacht, die ich hatte. Dann gab es bei uns, also gerade in diesem Fach, ich sage mal ein bisschen beispielsweise für das ganze Studium, gab es immer so, ja, Beiblätter hat es geheißen, sind meistens aus PowerPoint, so, da stehen die wichtigsten Sachen drauf, Formeln und so weiter und so fort, die durfte man zur Prüfung auch mitnehmen, und die ganzen Sachen habe ich jetzt hier sozusagen ausgedrückt und nicht getackert, die nehme ich sozusagen immer mit, da die kann ich aber zur Prüfung eigentlich alle auswendig. Also nicht, weil ich es auswendig lerne, sondern weil ich so oft gemacht habe, dass ich weiß, Seite 64, ja, da waren jetzt, was war Seite 64? Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr.
was weiß ich, was haben wir da gehabt? Steuerbarkeit vom Kalman-Filter zum Beispiel, da war jetzt hier, seit es. Und da hat man die Formel rausgesucht, um zusammen mit den Matrizen dann arbeiten zu können. Also das war es somit. Dann hat es irgendwie so Prüfungen ja auch gegeben, machen wir Altklausuren, die der Professor sozusagen dargestellt hat. Da war es dann immer so, dass ich mir auf die Prüfungen, ich will jetzt den Professor hier, den ich übrigens noch sehr guten Kontakt habe, möchte ich jetzt hier nicht zeigen. Deswegen, nicht, dass ich den anderen anschreibe, habe ich hier auf den Kopf immer von so einer alten Klausur, die ich mir immer ausgedruckt habe, schreibe ich mir immer drauf das Datum, wann ich die zum ersten Mal bearbeitet habe. Das war hier der 6.7.2014. Leute, wie die Zeit verrennt. Wahnsinn. Wow. Und da war es im 6. Semester bei mir. Na ja, gut, jetzt bin ich schon im 17. Ja, gut. Die Zeit verläuft. Und da haben wir auch immer so Schwerpunkte draufgeschrieben. Was weiß ich hier zum Beispiel, was war das? Relais-Funktion ist irgendwie drin. Und Schrägstellen, Trajektorie und so weiter und so fort. Also, habe ich immer dazu geschrieben, auch bei den einzelnen Aufgaben. Also hier an der Seite, wenn ihr mal seht, da sind die Aufgaben. Und da habe ich immer das Datum hingeschrieben, wann ich das erste Mal sozusagen gemacht habe. Gut, das schreibe ich bei jeder Aufgabe dazu, weil dann weiß ich schon, habe ich es schon gemacht. Oft ist es so, dass die Prüfung thematisch sozusagen erstes Kapitel, also wie die Vorlesung chronologisch runtergeht. Und dann kann ich schauen, okay, die habe ich schon gemacht, weil wenn man viele Altklausuren hat, wenn der Dozent bereitstellt, gibt auch manche, die stellen keine bereit, dann kann ich schon sagen, habe ich schon mal gemacht, ah ja, vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen, wie lange ist schon her, sollte ich wieder machen. Und da kann ich besser einsortieren, ja, ist 3 Wochen her. Renne ich einfach mal nochmal durch, war recht interessant. Und wenn es manchmal schreiben ja sogar auch dazu, was weiß ich, schwer oder je nachdem, wie ich gerade dabei bin, schreibe ich heavy dazu, also ein bisschen im Englischen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt kommen wir zum Hauptteil und zwar zu den Mitschriften von mir. So, jetzt muss ich runter tun, dass ich die hier sauber blättern kann. So, wie sieht es hier aus mit meinen Mitschriften? Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel mal zwei so klassische Mitschriften und ich sortiere, also ich mache Mitschriften wieder sparweise auf Kopierpapier, weil da bekomme ich, was weiß ich, 500 Stück für 2-3 Euro und das ist billiger als jeder Block. Und ich bin auch keiner, der sozusagen diese Linien, also wenn man sieht, das ist so eine Mitschrift, kann ich zeigen ohne Probleme, das ist so eine Mitschrift und da schreibe ich zum Beispiel R14 drauf, das weiß ich, dann ist das die 14. Regelungstechnik-Vorlesung. Das ist das, also ich strukturiere das noch, wie viel die Vorlesung. Also das ist die 14. Vorlesung und dann schreibe ich noch auf den einzelnen Blättern drauf. Schreibe ich mir dann sozusagen hier oben eine 1, dann auf der Rückseite eine 2, hier die 3, sozusagen, dass ich eine Chronologie auch wieder habe. Und dann habe ich hier 4. Und hier vorne steht dann die 5 drauf und mehr Größensysteme unterscheiden sich dazu. Aha. Gleichsetzung, Koeffizienten. Ach, Eigenwerte war das. Da hat man doch die Stabilität rausberechnen können. Ah, jetzt muss ich aufhören, das sehe ich hier schon wieder, das ist ja so interessant. Hochinteressant. Polverschiebung. Ja gut, also wie gesagt, so hat man das Ganze immer gemacht und dann habe ich mir hier oben noch eine Markierung gemacht, ob es eingescannt ist oder nicht. Also ob ich das Blatt schon eingescannt habe, sozusagen, ob es digital abgelegt ist. Ein digitalen Zwilling, by the way. Kleiner Wortwitz. Ne, und das habe ich mit eben gemacht. Hier, Regelungstechnik 12, war die 12. Vorlesung. Und wie schon gesagt, so ist das angegangen. Also hier erste Vorlesung, zweite Vorlesung. Also habe ich immer so markiert. Und da konnte ich, also für mich war es der beste Weg, muss ich im Nachhinein immer noch sagen. Und so habe ich das ganze Zeug dann alles durchgezogen. Und dann sonstige Unterlagen, was es noch gibt, habe ich hier alles in so, sozusagen hier reingepackt. Ja, und kommentiert mal drunter, wie es ihr macht. Also das ist jetzt hier meine, so bin ich vorgegangen in der Vorlesung.
nicht am Tablet oder sonst wo mitgeschrieben, sondern richtig noch per Hand auf dem Papier. Dann alles eingescannt und ja, wie war es in eure Erfahrungen? Kommentiert mal unten drunter, würde mich interessieren. Und vielleicht habt ihr auch andere Sachen, die der Community hier helfen können, wäre natürlich super. Und der Schlussgang, ich muss aufhören und in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, hier oben könnt ihr noch abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Weltkrieg, der Hennigin. 5 Minuten, tschüss.